Hallo YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Meine Freunde mit dabei am Stissel der Jay. Moin. Und ihr seht schon, richtig viel Veränderung. Wir haben unseren dritten Lagerarbeiter eingestellt. Und ich zeige euch mal coole Sachen. Ihr habt nicht wundern, hier steht alles noch durcheinander. Wir haben das Lager komplett ausgebaut. Ja, hier stehen die Regale kreuz und quer. Wir müssen jetzt Ordnung drin kriegen, aber wird. Wir Fängt werden, schon gut an mit Chaos. es fängt gut an mit Chaos, genau. Nee, wir werden hier richtig ordentlich jetzt. Millionen werden jetzt verdient. Millionen. Millionen. Wir haben auch ganz viele neue Lizenzen gekauft. Ach nee, den wollte ich ja da stehen lassen. Wartet mal. Der steht da eigentlich gut. Oder wir machen das. Wartet mal, wir machen das so. Wir rücken alles nach links. Und die ersten Mods sind drauf. Genau, die ersten Mods sind auch drauf, die wollte ich euch nämlich zeigen. Es gibt nämlich Mods, für die Leute, die nicht wissen, was los ist, die den Link zu der Mods-Seite packe ich euch in der Videobeschreibung. Voll coole Sachen kann man da machen. So, jetzt haben wir hier. So. Da kein zweites Regal drin, der dritte drin kriegt, ist ja auch doof, Alter. Egal. Gut. Wir haben ja jetzt hier die Reihe schon durchsortiert. Wir müssen bloß mal kurz warten noch. Eigentlich müsste ich einen Tag jetzt noch. Ich habe erstmal alles nachher, weil wir werden einen Tag noch verkaufen. Jetzt erstmal, Leute. Ich zeige euch erstmal anhand die Mods, voll cool. Ihr braucht nur noch hier rangehen, auf dieses Produkt drücken und dann einfach mit aufs Mausrad klicken. Achtung, dann hört das der Piepen. So. Ja, so. Und jetzt gehen wir mal in den Markt. Und jetzt. Ah ne, Entschuldigung. Wir müssen erstmal den. Ihr müsst den Markt aufmachen. So. Und dann jetzt. So. Immer piepen mit Mausrad. Und ihr seht, der Warenkorb ist drin. Ihr braucht nicht mehr jetzt hier hinrennen und alles aussuchen. Ihr könntet, das ist ein Scanner. Und ihr seht, das ist drin. Und dann habe ich noch einen Mod drauf. Ihr könnt jetzt beliebig viel in den Warenkorb machen. Ihr nicht nur 10 Stück, sondern ihr könnt auch mehr wie 10 Stück hier reinhauen. Also das voll coole Sache. Da gibt es noch viele andere Mods. Dann kann man auch, denn das nur noch mit Karte bezahlt wird und automatisiertes Preis anpassen und so weiter. Aber wie gesagt, muss jeder selber für sich wissen. Ich möchte natürlich noch viele selber machen, weil sonst brauche ich das Spiel nicht spielen. Aber da gibt es auch noch viele coole Mods. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich hau euch den Link zu in einem Video rein. Da wird auch beschrieben, wie ihr die Mods installieren müsst und so. Ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir schon mal auf. Ich kann euch noch zeigen, wir haben neue Produkte. Wir haben jetzt auch die Butter, wir haben hier, seht ihr auch, jetzt Mimo-Monette und wartet hier hinten. Wir haben eine dritte Wassersorte dazu bekommen. Wir haben hier auch noch wunderbare, seht ihr, Kaffee, dritte Kaffeesorte, Teesorte. Wir haben ordentlich, das zweite Zuckersorte haben wir jetzt, ne? Also wir haben ordentlich dazu gewonnen. Ich glaube, war nicht auch noch Mehl? Nee, haben wir schon gemacht. Gut. Und wir haben natürlich, wie gesagt, die Frituren, seht ihr ja, die Hähnchen und so. Gut. Ich hoffe, dass das mit den dritten Mitarbeiter jetzt reicht. Der Herr Dr. Limmi hat gesagt, man muss die Lager ausbauen, damit man mehr Kunden kriegt. Ich habe jetzt das Lager komplett ausgebaut. Mehr geht nicht. Und wir kommen jetzt nicht mehr Kunden. Kann der Dr. Limmi sie warm anziehen, meine Freunde. Das schwöre ich euch aber. Das ist maximale Erweiterung hier. Wir müssen hier schon mal, genau. So, wir werden die Regale schon mal alle unten hinstellen und dann werden wir sowieso nachher von jedem eins nehmen und alles ordentlich zusammentackern. Oh. Aber auf jeden Fall jetzt. Jetzt geht's um der Wurst, ja, meine Freunde. Jetzt auf jeden Fall, das ist eine coole Veränderung, dass du wirklich nicht mehr, das ist wirklich nervig gewesen, dass du die Regale langläufst und dann musstest du gucken, was ist da, dann bist du zum PC gelandet, dann hast du in den Warenkorb erstmal in die Auswahl suchen müssen.
Und das brauchst du nicht mehr, weil das jetzt alles mit ein Scan piept. So ist das ja auch in Wirklichkeit. Da rennst du ja durch im Lager mit einem Scanner durchstehend und dann geht das in den Warenkorb, wird das registriert anhand des Barcodes. Ja. Die Kredite sind alle abbezahlt. Ich habe nochmal einen neuen Kredit genommen, um das Lager komplett auszuweiten, um mir die vier zusätzlichen Regale zu kaufen, dass ich den dritten Lagerarbeiter einstellen kann. Das bezahlen wir auch in 6 Tagen ab. Ja, also wir haben jetzt erstmal die Kredite, die Bänen, die wir offen hatten, abbezahlt, um jetzt einen neuen dann zu nehmen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Also wir können ja noch, Rechnungen sind ja bezahlt. Können wir noch schnell auf die Bank gehen, da haben wir den großen Kredit genommen. Können wir das schon mal begleichen. Und begleichen gleich das nächste. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr seht, die Regale sind alle süd wie voll. Eine Lizenz werden wir uns noch holen. Wir werden noch mal, ich werde noch mal gucken. Ich werde die Cola, glaube ich, noch mal umpacken. Ich will noch mal, aber wir haben hier noch immer Platz. Hier wäre noch immer Platz. Hier hinten ist 1, 2, 3, 4, 5 mal Platz. Regalmäßig haben wir hier noch 2 Stellflächen. Da ist noch mal eine Stellfläche unten. Also im Notfall könnten wir eh ein Regal zu kaufen. Egal, an die Regal. Egal, in das Regal. So. Ich werde auf jeden Fall, ich will wirklich eigentlich, Leute, Toastbrot vielleicht wirklich nur noch mal als, ich weiß ja nicht, ob ich noch mal Toastbrot da habe, ansonsten, dass man das als 2 rein bloß macht, weil das 3 Regale für Toastbrot ist echt schon zu viel. Und wir haben jetzt 3 Lagermitarbeiter, das heißt, mit dem Nachpacken sollte das auch keine Probleme jetzt mehr geben. Und ich weiß ja nicht, ihr könnt da mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt. Ich habe das jetzt seit kurzem, dass ich auch einige Kunden habe, die nur noch vereinzelte Produkte kaufen. Also hier wirklich eben bis, also 5 bis 6 Kunden, die so teilweise nur ein Produkt kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was da zusammenhängt, hat mit die Mods oder... Aber das könnt ihr mir ja nochmal in die Kommentare schreiben. Was ist denn hier los mit Susu? Kaufen die kein Susu mehr oder was? Wollte das eine Regal noch leer kriegen mit dem Susu. Irgendwo war hier, weil ich schon angefangen habe umzubauen, nochmal Susu. So, $200 Schein bezahlt, ja wirklich. Könnt ihr mir Kohle verlieren? Na. Und wir sind fast Level 31, Leute, das kommt auch noch dazu. Wir haben schon ordentlich einen Levelsprung gemacht. Zack, und falls ihr Bock habt, Leute, kann ich euch auch noch sagen, am Donnerstag ab 17 Uhr werden wir live auf Twitch, ne? Auf Twitch werden wir live Super Mario Simulator weiterspielen. Wer Bock hat und Interesse hat, kann da gerne vorbeischauen. Den Kanalverlinkung seht ihr, oh, ist ja auch drin auf YouTube bei uns. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wie gesagt, wir spielen noch mehrere Simulatoren-Spiele, wie ihr auf dem YouTube-Kanal seht. Aber wer jetzt auch wegen den Supermarkt der Interesse hat, kann gerne vorbeischauen. Donnerstag ab 17 Uhr. So. Zwischendurch gibt es doch mal Kebab. In Kebab. Kommt der Essen kommen. So, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Lampen hier kaufen, dass hier mal Licht in die Hütte kommt gleich. Und bei dem Kebab-Simulator kann der Twitch-Chat auch mitmachen. Genau, da könnt ihr essen kommen. Voll cool. Haben wir letztes Mal wieder gemacht. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben auch einen verrückten Twitch-Chat. ne? So richtig irre. Alter, was hier los ist? Sagt er, das ist hier. Das ist 8.13 Uhr und der ganze Markt ist voll. Krass. Ist so gut. Ich glaube, jetzt kommt, wie gesagt, wir haben immer so 42 Kunden, aber ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal einen Sprung machen. Vielleicht, ansonsten hole ich als nächstes hier die Bierlizenz mit Wodka. Vielleicht steht da denn was ab hier. Also irgendwie. Na, ah. Also
Also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, sind doch schon ein paar mehr Kunden da, aber ich kann nur wieder täuschen und dann bin ich wieder enttäuscht. Dann ist der Basti wieder traurig. Eine Runde mit Like. Mit Like, bitte. Genau, ihr könnt doch ja eine liken, meine Freunde, nicht vergessen. Und die Leute, die neu sind, kostenlos ein Abo auch da lassen. Dann kriegt ihr immer Erinnerung, wann die nächsten Folgen hochgeladen werden. Ihr seht, wie gesagt, ich bin echt da völlig begeistert, was hier los ist auf unserem YouTube-Kanal. Der wird immer besser angenommen. Und wie gesagt, ich werde auch immer dafür sorgen, dass jetzt ordentlich, ihr kriegt das ja schon mit, so gut wie jeden Tag 1 bis 2 Folgen, egal von welchen Projekten dann hochgeladen werden. Also zumindest immer eine Folge von irgendwas. Jeden Tag eine Folge. Gib mir die beste Mühe, dass das wirklich so weiter. Wie gesagt, ist natürlich, der hat natürlich auch noch ein Privatleben und muss arbeiten und so. Wir machen das ja jetzt hier nicht beruflich, aber ich versuche das wirklich so hinbekommen, dass immer was auf YouTube hochgeladen wird. Und da fehlt irgendwas Kartoffelsack. Oh, Kartoffeln hatte ich. Okay. Haben wir Kartoffeln komplett weggekauft, oder was? Spinn wohl. So, dann kann ich jetzt hier mal irgendwo woanders. Susu, das kann weg jetzt hier, der doppelte Susu kann weg. Jetzt haben wir, glaube ich, Wasserflaschen noch doppelt gehabt. Aber die sind noch nicht so... Wir können ja mal gucken, aber die werden sie ja, glaube ich, nachgeräumt haben, oder? Ja, die haben sie nachgeräumt. Das Problem ist, ich kann hier irgendwie die Kisten nicht mehr auf den Boden stellen. So. Bis dahin hatten wir ja nämlich, hatte ich schon Ordnung geschafft. Aber wir werden wirklich das mal hier weiter rüberschieben. Dass man da besser rankommt. War nicht ganz optimal, Leute. So. Cool. Wir werden echt jetzt, dadurch, dass wir so viele Regale haben, hier hinten machen wir dann noch Licht. Wir können ja schon mal Lampen, können wir ja schon mal in dem Dings drin machen, dass wir das nicht morgen wieder vergessen, Scheinwerfer. Ihre sollten reichen. So, und dann nehmen wir nochmal auf Bank und zahlen den Kredit auch zurück. Zack. Supi. Also ihr seht, es geht voran. Es läuft. Es läuft. Coole Sache. So, lasst die mal hier noch ein bisschen einräumen. Die räumen hier noch ordentlich ein, weil dann haben wir nämlich am nächsten Tag das. Jetzt zeige ich euch gleich, das ist voll cool, das geht ruckzuck. Vor allen Dingen kannst du auch mehr wie 10 Waren drin machen. Die räumen da fleißig ein hier. So, der jetzt schon raus, das heißt, dann ist gleich alles fertig. Der ist auch rausgegangen. Genau. So, wo ist unser anderer Pilot, der ist da, der geht dahin. So, dann kann der noch den Sack wegbringen und dann machen wir zu. Wunderbar, dann schließen wir den Tag ab. Ja, wieder bloß 40 Kunden, nur. Ich weiß jetzt nicht, Leute, an was das liegt. Schreibt mal in die Kommentare. Ich habe jetzt so viele neue Lizenzen gekauft. Das Shampoo und Soda. Ich habe keine Ahnung. Tut aber, solange der Umsatz steigt, ist ja die Anzahl der Kunden egal, oder? Ja, aber natürlich, aber das ist ja dann auch irgendwann mal, will man ja trotzdem mal. Du bist immer noch zu teuer. Also dass ich zu teuer bin, beschweren die sich nicht. So. Stellen wir das Regal erstmal noch. Hier, warte mal, wir räumen hier erstmal komplett hier rüber. So. 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 Man nehme ich da noch ein Regal rein. Wo ich fast der Meinung bin, dass echt das Lager viel zu klein ist. Das
ist jetzt maximale Erweiterung hier, Leute. Also mehr kann man nicht erweitern. Schieben wir das darüber, weil dann haben wir mehr Platz mehr, wenn wir da die lang. So, jetzt legen wir los, Leute. Also einfach hier, wir werden jetzt sowieso, wir müssen aufpassen. Hier mal Kaffee, Tee ist noch dreimal da. Toastbrot brauchen wir eigentlich noch nicht. Genau, Toastbrot will ich ja leer machen lassen, dass das da halt noch mal eben mal wegnehmen. Das ist hier noch, das ist doch da können wir holen, das ist hier noch da. Da holen wir immer. Wir machen jetzt erstmal Minimaleinkauf, Leute, weil das Geld ja schon knapp ist. Das ist noch da. Das ist alles da. Hiervon können wir immer holen. Oder wir können ja davon noch zweimal holen, wenn das hier. Und ihr merkt schon, das piept und piept und piept. Und ihr werdet gleich sehen, das wird, wie gesagt, man kann jetzt mehr wie. So, dann machen wir das erstmal so. Ach, ich hab verjährt. Ne, doch, ist drin. So, 20 Stück, seht ihr. $770, sind alle 20 Kartons gleich mit EMA da. So. Dann hat man da die Probleme nicht mehr, ne? Ich glaube, ich hatte aber hier auch nochmal, genau. Das wollte ich eigentlich auch ändern, aber hier das hier. Das machen wir denn, wenn wir hier komplett die Reihen. Wir werden hier in der Mitte nochmal eine Reihe langstellen, nach der Richtung und nach der Richtung, und dann haben wir maximale Ausbeute. Ja. Der Soso. Jetzt später Zucker hier. Ja, ansonsten schreibt mir ja in eure Kommentare, welches Level seid ihr denn? Das würde mir echt mal interessieren. Spielt ihr auch? Nutzt ihr die Mods? Kanntet ihr das schon? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir ja in eine Kommentare, meine Freunde. War der Kurze nicht schon Level 48 oder so? Ach, der Kurze, der spinnt. Ja, da kannst du mal Dr. Limi fragen. Das wird dir ja bestätigen, was der Kurze erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Also, ich bin der Kurze oder nicht? Der Kurze hackt. Der hat hier so ein Sheet. Der Sheet. Das hat man ja bei der Challenge gesehen, ne? Naja, der Sheetet, hast du ja gesehen. Der ist ja nur am Sheeten. So, wo waren jetzt hier? Da ist auch nochmal für die Kartoffel. Also das ist voll cool, das schafft auch denn, ne, Leute, wenn wir jetzt hier, das ist voll cool gemacht, da geht auch ein Dank raus an die Leute, die das hier modden, weil das voll cool, dass das jetzt nach so kurzer Zeit auch schon Leute gibt, die anfangen so, da rum zu probieren und mit Mods das Spiel noch verbessern. So alt ist das Spiel ja nun auch noch nicht. Ach, die ist schon wieder blind. Kaffee ist für alle da. Das sind unsere Lampen hier. Komm, Fritz. Die gab es schon gestern beim Kebab-Simulator. Genau. Das ist dann ja Pommes. Mit Fritten. Von unserer Hilfköchin. Mit Fritten, Alter. Wow. Wow. Unglaublich, dieser Typ. So. Ja, stahlig. So. Dann machen wir die in der Mitte. So, dann haben wir das alles fertig. Da waren wir. Jetzt hier können wir mal hier. 6er Milch brauchen wir noch. Davon sind noch 2 da. Da ist noch da. Da ist noch da Käse. Schokolade.
Das brauchen wir eh mal. Das brauchen wir eh mal. Toilettenpapier ist eigentlich noch viermal da, das reicht. Genau. Also ist hoffentlich. Das gute achtlagige. Das achtlagige. Das fühlt sich an wie ein Baumwollhandtuch. Genau. So, sechster Milch. Und dann machen wir den Laden auf und dann verdienen wir nochmal ordentlich Geld und dann haben wir genug Geld um nächste. Wir müssen ja von jenen dann so gut wie alles wieder kaufen und dann die Reihe durchgehen. Dass das doch alles ein bisschen geordnet ist hier wieder. Nochmal Käse. So, das ist ein schöner Kotelettchen. Stück. Schokolade. Das Gute ist, dass das ist wirklich leer, aber die Regale sind voll, die laufen nicht los. Das heißt, das, was wir jetzt hier alles drinstellen, ist alles für später im Nachhinein. So. Sieht gut aus. Das brauche ich anscheinend. Okay, Sushi brauche ich anscheinend. Aber hier ist eigentlich genug Licht. Wir könnten hier drinnen noch mal immer Licht machen, glaube ich. Aber das war eigentlich war das ja auch jetzt ja noch. Ja, wir können einfach noch mal hier eins hinstellen. Ja. So. Wie viel sind da jetzt übrig geblieben? Fünfmal. Alles gut. Supi, Toastbrot haben wir gesagt, lassen wir leer kochen. Gut, dann machen wir den Laden auf, meine Freunde. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aufmachen. Dann könnt ihr einkaufen. Jetzt könnt ihr einkaufen kommen. Ausrufezeichen. Einkaufen. Ausrufezeichen einkaufen und dann geht die Party los. Ja, hier werden wir auf jeden Fall auch für sorgen, dass wir den Cola erreicht. Das ist viel zu viel mit die Cola, Alter. Viel zu viel auf Lager. Viel zu viel auf Lager, Leute. Ja, warum kostet er so viel? Ja, wie sagt er, eine kleine Eier wird ja nicht nachher. Ja, hat man mir keine kleinen Eier? Aus. Ja? Ist ja bald Ostern, die Eier werden knapp. Na. Oh, wenn hier keine kleinen Eier, Leute. Ich komme gleich, ich muss Eier bestellen. Eier, wir brauchen Eier, ne? Eier, wir brauchen Eier. Wer war das noch? War das nicht Lothar Matthäus oder so? Das war Lothar Matthäus. Das war Oliver Kahn. Ach, Oliver Kahn. Eier, wir brauchen Eier. So. 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 Oh, jetzt sind wir gleich Level 31, meine Freunde. Das sieht auf jeden Fall gut aus, alles. Tatsache war die Marke Eier nicht mehr in den Reihen. Aber wir machen ja gleich, wir bestellen gleich von jenen eh mal. Und dann kriegen wir das ja ordentlich hin hier. So, dann können wir nochmal den Kredit abbezahlen, Leute. Und die Rechnung. Gibt es dann immer noch später einen neuen Laden oder? Nee. Also die Schwattig, nee, also das Ding kannst du ja bis ich wie weit ausbauen hier, das ist ja crazy. Wie viele Lizenzen und Ausbaustufen das für den Laden an sich. Ich hab Lager finde ich echt, was das ist halt, wie kann ich euch zeigen, Leute? Das finde ich halt echt heavy. Guck mal, wenn du guckst, Lager ist aus, ist Erweiterung gekauft. Und wenn du guckst, Wachstum, gibt das hier noch 30 Stufen hier fast. Das ist crazy. Oh, Entschuldigung, junge Dame. Ist halt echt heavy. Gut, mal gucken, was mit dem nächsten Update kommt, ne? Ja, also das ist hier wirklich zum Vergleich, wie gut, zum Vergleich, wie groß der Laden wird mit den Lizenzen. Oh, jetzt habe ich eben 1 Cent zu wenig drauf, das hier. Dann sind jetzt mal, ihr kriegt sie eh einen Gutschein für 1 Cent. Wow, bist du großzügig.
So, Licht ist auch genug jetzt hier drinne. Ja, das sieht aber schon alles gut aus. Das sieht schon mal alles schick aus. So. Und die räumen ein und räumen ein und räumen ein, Leute. Das ist auch schon alle hier wieder Pizza. Wird das Pizza da? Ah, der füllt er gerade nach. Hühner sind auch hier noch da. Hühner? Hühner. Genau. Gut, und dann werden TK-Ware. Wir. TK-Ware. Wieder was? Na. Ich glaube, wenn ich für die Öle hier. 1, 2. Kartoffelsäcke sind jetzt auch wieder. Leer oder voll? Die sind sehr dicke. So. Aufgeplusterte. Genmanipulierte Kartoffeln. Genau. Ja, das ist halt so sehr eklig auch nicht, Leute. Obwohl, wir hatten früher mal bei der Kartoffelernte eine Kartoffel, die hatte 800 Gramm gehabt. Okay. Oh, nicht verkehrt. Das ist schon 8. Oh, ja. Geht schon, ne? Die sind ja genmanipuliert gewesen. Ja, die war selber gedüngt, ne? Ja, das dachte ich mir. Überleg gerade, ob ich da hinten noch eine Reihe Moussaka rausnehme und eine Reihe Joghurt. Oh, Honig ist alle. Okay. Ist auch nicht gerade lustig, war das Honig alles? Wieso ist Honig alle? Ja. Bin ich oder was? Alter, hier ist alles alle. Musst du auffüllen. Das ist ja unglaublich, dass Honig alles ist. Hier ist alles alle, Leute. Und warum? Weil was könnt. Das hat wohl der Chef falsch geplant, ne? Nee, ich will ja hier alles so weit leer kaufen lassen, dass ich jetzt anfangen kann, meine die neue Ordnung hier mit die einzelnen Produkte zu kaufen. Klingelingeling. Ist wirklich hier. Wurstbrot soll ja auch alle gehen, weil ich ja ne. Noch zwei Regale haben möchte. Hier werden Spaghetti und die Nudeln gekauft. Ja. Aber sind halt auch wenig jetzt. Also große Summen sind das nicht. Ja. Das ist halt hier wieder gerade. Schack die Bohne, Alter. Alles nur kleine Einkäufe hier. Das ist unter 100. Ey. Nur am Meckern. Das ist unter 100, Mann. Was scheiße, sowas. Ja, Inflation und so, weißt du? Naja, du kriegst die Inflation hier nur vom Kopf. Ich glaub auch nicht, dass hier irgendwie noch viel was sich ändern wird. Der packt oder sich die Preise zu teuer. Ja, der packt sich das ganze Regal Toilettenpapier ein, unglaublich. Nö, nee, nö, nee, ist oh, aber der hat noch was vor. Der will mich tapezieren. Na. Nee, das kann nicht so teuer sein, weil ey, dann kriegst du ja Beschwerden, dass der zu teuer ist. Also, das kann nicht der Grund sein. Das kann nicht der Grund sein. Muss ich nochmal nachprüfen. Aber das werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal, wie gesagt, das Geld passt ja. Vom Dings her, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden dann am nächsten Tag das komplette Lager hier mal alles kaufen und alles ordentlich sortiert nochmal jetzt neu hinstellen, weil wir auch lauter neue Produkte haben.
Kartoffelsack schon wieder. Kartoffelsack steht doch da. Warum kannst du den nicht finden, du dumme Kuh? Hier. Du dumme Kuh. Entschuldigung. Aber da stehen doch die zwei. Vielleicht willst du drei haben. Was das zu wenig sind. Unglaublich. Ja, das sind jetzt die letzten Kunden. Unglaublich. Naja, dann müssen wir das nochmal forschen. Ja, wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden die Cola in ein Kühlregal reinhauen. Das ist viel zu viel, was wir dann im Lager ohne zu stehen haben. Das werden wir gleich abstellen. Da lassen wir erstmal leer kaufen. Wir werden Toastbrot nur noch zwei Regale machen, dass wir hier Platz haben. Wir werden das selber mit dem Mehl machen, Leute. Haben wir denn noch rotes oder blaues Mehl da? Ja. Nein, rotes Mehl hätten wir da. Blaues haben wir nicht mehr da. Dann können wir auch schon mal mit dem roten anfangen. Ist das schon mal geregelt? Blaues Mehl machen wir dann am nächsten Tag. So, gut, dann ist das auf jeden Fall alles schon mal geregelt. Das sieht gut aus. Moussaka werden wir eh mal, auf jeden Fall eh mal, auch wegschieben dann. So machen wir das. Gut, so machen wir das. Aber das könnt ihr euch gerne in der nächsten Folge anschauen. Wie gesagt, kommt gerne am Donnerstag vorbei auf unseren Twitch-Kanal live 17 Uhr. Da werden wir dann ordentlich Halligalli hier machen. Da wird ordentlich vorangehen. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss und tschüss.